Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Still Wakes the Deep. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Wir fortsetzen. Schauen wir mal, wir dürften ja jetzt heute diesen Monstern begegnen. Ja, auf irgendeine Weise freue ich mich drauf, auf irgendeine Weise nicht. So wie das halt häufig bei Horrorspielen ist. Man will sie ja hassen. Hallo? Gerade wieder drin angekommen. Eingang, Versorgungsbereich. Schieben. Hier sonst noch irgendwas Nützliches? Was ist das? Herzkörper benutzen. Wollen wir uns aufwärmen? Ich meine, ich glaube, es kann ja nicht schaden. Das tut gut. Für den fucking Lifeboat. Fuck's sake. How the fuck am I gonna get him? Suze, I'm sorry. Ja, wie gesagt, irgendwann wird schon jemand hier vorbeikommen, hubschraubertechnisch oder sonst was. Aber ja, du solltest trotzdem deine Handschuhe ausziehen, denn das macht diesen Heizkörper viel effizienter. Ja, wir gehen wohl mal hier durch. Ah, fuck. I need to go around somehow. Ich lasse die Tür mal lieber offen. Man weiß ja nie. Hallo? Ist abgeschlossen. Ja, das könnte eventuell ein Problem darstellen. Irgendwas, wo wir hier durchkommen? Ja, hier. Raub ist offen. Ich weiß immer noch nicht, warum du nicht einfach alle Schrauben aufmachst. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen. So, ganz ehrlich, irgendwann findest du ein Ding, das einfach deinen Schraubenzieher kaputt macht. Und dann kriegst du nie wieder eins offen. Holy shit, was ist mit dieser Tür passiert? Da wusste wohl jemand nicht, wie man eine Klinke bedient. Ja, wir wollen wahrscheinlich hier hoch, aber sehen wir hier irgendwas? Ne, hier ist nur alles zugewachsen. Ja gut. Ich glaube irgendwie nicht, dass das Ding unser Gewicht hält. Vor allem nicht diese Platten jetzt. Die werden wir hundertprozentig einbrechen. Unbelievable. Christ. Don't fucking fall. Was zur Hölle haben wir da denn gefunden, ey? Und das greift ja irgendwie auch unsere Mind an, selbst. What? Selbst beim Angucken alleine. Was geht hier ab? Rutschko? Ist noch Farbe. Oder Marmelade. Da hat jemand sein Frühstück fallen lassen und ist dann darauf ausgerutscht. Das wird sein. Okay. Weiß nicht, ob wir zu dem lauten Geräusch hingehen sollten. Meine Güte, da hat aber jemand sehr viel Marmelade auf seinem Brot. Jesus. Du willst Wäsche waschen, ja? Hast du schon mal probiert, eine andere Waschmaschine auszuwählen? Die scheint nämlich kaputt zu sein. Die geht nicht richtig zu. Ja, wir lassen ihn einfach mal dabei. Und jetzt fallen wir runter. Nicht? Wäre ja irgendwie passend gewesen. Ich meine, ich glaube, wir müssen trotzdem mit ihm da rein in den Raum, sehr wahrscheinlich. Herrje. Ich will nicht. Keinen anderen Weg. Oh fuck. Is that Trot? Jesus Christ. Ja, ihm scheint es nicht so gut zu gehen, aber. Wir sollten ihn wahrscheinlich ignorieren und bei sich belassen. Wir sollten ihm ein bisschen Abstand gewähren. Ja. Musstest du diesen Besen umwerfen?
Ich weiß nicht, ob die Gegner meine Taschenlampe sehen können oder nicht. Auf der anderen Seite sehe ich nichts ohne Taschenlampe. Er ist wieder da mit seinen Dingen beschäftigt. Wo sollen wir hin? Siehst du meine Taschenlampe? Das heißt wohl nein. Siehst du mich hier drin? Anscheinend auch nicht. Hi. Also Versteck ist gleich unbesiegbar anscheinend. Geh doch da drunter! Oh, ich wusste, ich konnte schon nicht wissen, dass das kein Versteck ist. Ich wollte mich unter dem Tisch verstecken. Meine Güte. Läuft er jetzt schon? Nee, ne? Er ist noch damit beschäftigt. Wohin? Jesus Christ, gib weg! Lass mich! Verdammte Scheiße. Sie sind schneller als ich. Gleiches wie immer, Taste da ganz hinten in die Ecke werfen. Du gehst da hin. Und wir rennen einfach. Einfach rennen. Nicht umgucken und nicht stehen bleiben und nicht verwirrt sein, wo es denn lang geht. Und ich weiß auch nicht, ob der hier weiter durchkommt, aber wir laufen einfach. Okay, er kommt nicht weit. Holy smokes, ey. Das sollten wir vielleicht zumachen. Roy! He's blocked the door. A freezer vent. Aye. Ja. Ja. Den hättest du vielleicht auch blocken sollen, weil eventuell ist jetzt schon irgendwas zu ihm reingekommen dadurch. Nee, er lebt noch. Hi! Die machen wir mal lieber zu. Und sollten wir vielleicht auch blockieren, Gosh. Aber alles gut. You alright? Jesus, you look terrible. Do not go down those fucking stairs. What the hell is going on? Trots. I think it was Trots. No, it's just fucking horrible, whatever it is. Just stay in here and keep quiet. Did you get to the lifeboats? Yeah. Fuck knows if they ever work, but they definitely don't fucking work now. I had a wee chat with Rennick about it while I was out there. How did that go? Badly. Natürlich. Constable reckons we should get to the bird. You think? You got a better idea? Cuz, mate, I'm not gonna make it over the deck. I'm not feeling so good, pal. I think I need my insulin. What? No. You're fucking kidding, Roy. Now? Oh, I'm sorry to inconvenience you, Mr. Bloody Fit and Healthy. I tell you what, I'll have a little chat with my pancreas, shall I, and tell it to pull its socks off. Right, all right, fuck's sake. Could you not just eat some fucking jam or something? Oh, bloody hell, the man's a medical genius. I'll get on the blower to Dr. fucking Spock and tell him not to panic. We've solved diabetes here. It's fucking McCoy. No Spock. He was the point eared cunt. You think you can manage to get to your cabin? You've some in there, aye? I'll get to the helipad. Make sure that cunt doesn't try leaving without you. All right.
I'm not useless. I can get there. Listen, when you get to the chopper, tell Archie to radio in the support ship. We need all the fucking help we can get, Kaz. All right, big man, all right. Just be careful, okay? My girls need their godfather in one piece. Warum hat er denn auch kein Insulin hier in der Küche? Ganz ehrlich. So, wenn er hier jeden Tag arbeitet, wäre das doch eigentlich mal eine Maßnahme, hier irgendwie so zumindest so ein Stash zu haben oder sowas. Ach, nein. In Hindsight ist man immer schlauer. Ist noch jemand da? Nicht? Gut. Ja gut, dann gehen wir wohl raus. Versuchen zum Melipad zu kommen. Aber es kann ja nicht so einfach sein. Wie sieht denn überhaupt das Deck hier aus? Bisschen chaotisch, aber... Möwe. Aber nichts Übernatürliches. Für den Moment. Möwe. Was hat die erwischt? Also, dass die noch so ganz da rumliegt. Ich meine, die kann ja höchstens irgendwo gegengeflogen sein oder sowas. I don't like the sound of that. Whatever it is. I have to get across to the bird. Könnten noch ein paar Container sein, die gegeneinander reiben oder sowas. Oder ein sterbendes Rhinoceros. Ich weiß nicht, hatten wir hier Rhinoceros so gelagert? Jetzt auf einmal. Ja, der hat vor allen Dingen einfache Reden. Er wohnt direkt daneben. Können wir das hier ausstellen? Es sieht aus, als müssten wir das ausstellen. Wahrscheinlich hier vorne. Sicherung runter. Zack. Strom aus. Und jetzt können wir hierher, oder? Sieht gut aus. Ich hoffe nur, dass dieses Geräusch uns nicht den Weg abschneidet. Das wäre ein bisschen doof. Aber es kommt eher von da links. Wir sollten uns also eher rechts halten, sobald es geht. Und vielleicht nicht so einen Lärm machen. Ach, Sunil. What the fuck happened here? No, no, no! Help me! Oh, Jesus Christ. Christ almighty. Ja, was haltet ihr von dem Plan, euch in der Küche einzuschließen? Ich finde ihn immer noch besser, als auf den Heli da zu warten. Weil das Vieh treibt hier draußen sein Unwesen. Ich glaube nicht, dass das drinnen nach uns suchen wird. Jesus, what are you doing up there? That thing will see you. That thing. It's Muir, Kaz. It's fucking Muir. Muir. Jesus. Ja, dann kommt trotzdem da runter. Wird nicht gerannt. Christ. Dann gehen wir halt langsam. Listen, we have to get to the helipad, all right? I'm trying to talk it to him, but he came for me. Like, he didn't care me at all. It's no him anymore, Innes. There's nothing we can do but leave. Save who we can. Aye, you're right. But the only way up is the crew lift. He won't let anyone leave. Then we need to get past him. All right. We'll see you there. But, hey, then he'd be a hero if he hears me, all right? And then don't let him hear you. See you at the lift. Warum gehen wir nicht einfach zusammen? Ist unauffälliger. Kannst du meinen Heartbeat hören? Jesus Christ, sieht das Vieh aus, ey. Ich weiß nicht, in welche Richtung es guckt.
Wahrscheinlich sollten wir da vorne hin. Niemand. Hier einfach weiter. Hier ist niemand. Könntest du bitte woanders hingehen? Jetzt sollte ich Ruhe haben. Der Ding ist direkt vor dir, Junge. Hol ihm den einfach über den Deckel. Was ist unser nächstes Ziel? Hier drüben anscheinend. Und jetzt? Gehen wir hier weiter hoch. Ist das der Plan? Auf die Treppe. Ich weiß. Wahrscheinlich eher darüber. Aber auch nur, wenn das Vieh nicht in der Nähe ist. Soll ich ihm den an den Kopf werfen, den Hammer? Das ist ein richtig scheiß Punkt hier. Weil es genau hier drum immer patrouilliert. Einfach geradeaus durch, ne? Ich glaube, für den Hammer wäre es jetzt ein guter Zeitpunkt. Eieieiei. Da, wo ist der nächste Hiding-Spot? Ja, ich will die aber nicht geben. Ich glaube, du brauchst ganz andere Hilfe. Jesus Christ. Er steht doch noch da. Bitte geh woanders hin. Ich habe nichts zum Werfen. Der ist direkt über mir. Weiß der, dass ich hier bin? Weil der geht hier nicht weg. Geh doch da hinten hin wieder. Ich kann hier so nicht raus. Soll ich einfach rausgehen? Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Nevermind. Einfach rennen. Bla! Nimm halt den ganzen Container mit. Hat mich mein Kollege jetzt gerettet? Okay. Das wäre ja was. Jesus. There's the lift. Not far now. So, dann hol mal deinen bewährten Schraubenzieher heraus und mach so viel Lärm, wie du nur machen kannst. Indem du einfach wieder das Ding aufreißt. Das ist sehr intelligent. Schraub es einfach komplett auf. Das sind unten genau die gleichen Schrauben. Christ, Dobby. Dobby. Dobby, der Hauself.
denn hier unser Ziel? Wo wollen wir hin? Können wir hier irgendwo rein? Nee, hier ist alles dunkel. Ist überhaupt der richtige Weg? In diesem Zeitpunkt laufen wir einfach nur. Ich weiß nicht, wohin oder was unser Plan ist. Hey! Lichtsignal! Guys, poor bastard. Oh Christ. You alright? Can you get out? No. Muir was coming at me. I just froze. I didn't care how I got myself in here, but the cargo hoist came down and we're right crabs in a creel now. Are those the hoist controls behind the fence? Maybe I can shift it. All right. You're a good lad, Kaz. Ja, wir bringen uns ständig selber in Gefahr für andere. Ist das viel? Will nicht gesehen werden, das ist der... Was ist, also wo wollen wir gerade hin? Hier blinkt eine Lampe, aber ich glaube, wir wollen eher in die Richtung hier, ne? Haben wir irgendwas hier zum Werfen in der Nähe? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil du irgendwie 10 Meter groß bist und alle umbringst? Könnte vielleicht ein Grund sein, denk mal drüber nach. Wir haben hier auch nichts. Doch, wir haben was zum Werfen. Das ist nicht die Frage, die du stellen solltest. Jesus Christ. Hier ist noch was zum Werfen. Nichts. Das war nur ein... Jesus! Hast du jetzt gerade... Geh zurück! Jocke! Bist du denn absolut bekloppt? Ich hab noch einen Hammer. So, was können wir damit machen? Drücken. Das ist. Das macht bestimmt keinen Lärm oder sowas und regt bestimmt keine Aufmerksamkeit auf ihn. Ja. Jetzt? Sollen wir den jetzt wieder runterholen oder was ist jetzt der Plan? Können wir ihn überhaupt runterholen? Kann unten nicht mehr drücken. Aber was ist denn dann unser Plan? Jetzt wieder zurück? Und daran vorbei? Wahrscheinlich, ne? Ja. Natürlich. Hier rüber? So abkürzungstechnisch, weil dann... Mach das Ding zu! Holy shit! Oh no 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 no! Oh Gott! No! Please, no!
Oh Mann, ey. Jesus. Wie soll der Koch das nur schaffen? Ich würde sagen, eine bessere Aktion ist es einfach abzuhauen, sobald wir beim Helikopter sind. Es tut mir leid für alle Überlebenden, aber ganz ehrlich, man hat ja da gesehen, was passiert, wenn man auf Überlebende wartet. Ja, natürlich ist hier noch was im Weg. Archie! Renick! We have to give them more time. You told them to come. What I told them is that we are leaving. Ja, wo sollen wir hier hin? Ey, ich bin auch noch hier. Ihr müsstet mich doch hören. Ich höre euch doch auch. Selbst wenn ihr direkt neben dem Helikopter steht. Dass irgendwas mit dem Ding passieren wird. You lying bastard! Where are you going? Jesus Christ! I can't fucking die here. Christ. Jesus. Uff. Come back! Hey! Ich glaube nicht, dass sie für dich zurückkommen. Oh! Hip? Jetzt sollten wir irgendwen anfunken, ganz schnell und ganz dringend. Better than to let you two together. The two greatest minds of your generation united over a bucky. Nobel Prize committee will be warming up their checkbooks already. You seriously think if you leave the country this will all just blow over? No one's gonna chase me out into the middle of the North Sea. My mum always said I'd marry beneath me, Kaz, but I thought you were smarter than this. I'm fucking doing my best. No, you're not doing your best. What do you know about oil rigs, you roaster? Good with a lecky. There is houses, cars, flats, maybe a shop, if you're feeling adventurous. Roy's put in a word. He said I'm up to the job. Oh, for God's sake. Roy's a cook. He's a chef. He's a cook. It's just for a few weeks. We'll just let it cool down a bit. Then I'll call Billy Chamberlain and have a word. Talk him into dropping the charges. If you run the police, I'll give you the jail for sure. When are you leaving? Tomorrow morning. You are shitting me, McCleary. It's the girls' school concert. I'm fucking scunner, Suze. What do you want from me? I'm just saying this, Kaz. If you leave us, if you run, if you go, then we are done. Hear me? Ja, was soll er denn machen? Zu Hause rumsitzen und kein Geld verdienen für die Familie? Ist ja nicht so, dass er vor seiner Familie abhaut. I'm here. Suze. Fucking hell. I'm losing my mind. Ja, und was ist jetzt unser nächstes Ziel? Doch wieder in der Küche einschließen? Ich bin ja immer noch dafür. War ich von Anfang an. Naja, wir gucken erstmal, ob es Überlebende gibt. Ich bezweifle es, ja. Ey, du Mistvieh da unten. Warum hast du eigentlich nicht auf den Helikopter reagiert? Oder kannst du nicht so hochklettern? Telefon! Auf jeden Fall drangehen. Hello? Hello? Kaz, it's Brody. Jesus, the fucking chopper, man. Aye, I saw it. Did you get to the lifeboats? Aye, they're busted. Fucking Kadao. Mechanisms are completely fucked, cheap bastards. Denny Flat, McCleary. Just listen, here's what I need you to do. I need you to get to the radio room and call the support ship. It's fucked, man. The fucking crane fell on it. Hello? Hello? Shit. Ja, ohne Strom wird das mit dem Funken auch nichts. Hey, it's Brody. Hey, I know who it is, you daft prick. Listen, that's the generator's failing. If they cut out, we'll be on emergency batteries so the radios won't work. You're not listening. The radio room is gone. Christ, man, there's other radios, but only one set of Jennies. If they fail, you're gonna need to head down there and manually restart them. I'm not going down there again, fucking gibble. Kaz, ich dachte, das Radio wäre gone. Da bringt's ja auch nichts, wenn wir noch Generatoren haben. No, Kaz, I'm busy. You need to get to the
the Jennies and stop them from shorting. Got it? Aye. Jennies. Right. Brody. Shite! Geht doch einfach in die Küche und campt es aus. Was ist denn das Problem? Ich weiß, es würde kein gutes Horrorspiel machen, aber das wäre die schlauste Option im Moment. Soll der Koch sein Insulin holen und dann campen wir da? Mann, was ist? It's Kaz, who's this? It's Davros! I'm on a lifeboat! God knows how I made it, but I did! Where is everyone? They're all gone. You've got to get back up here. Climb back up! I just got here! Do it again! Ah, shit! Davros, Davros, can you hear me? Nee, Strom ist weg. Merkst du doch. Was haben wir hier sonst noch so? Ein Zettel. Christ, no wonder Rennick was raging. Brief von der Polizeidirektion Strathclyde. Sehr geehrter Mr. Rennick, im Namen der Polizei von Glasgow untersuche ich einen Vorfall, der sich am Abend 27. August 1975 im Wirtshaus The Duke in Dennistown, Glasgow abgespielt hat. Bei dem Vorfall handelt es sich um schwere Körperverletzungen. Diesbezüglich möchte ich gern mit Mr. Cameron McLary sprechen, der unseren Informationen zufolge aktuell unter ihrer Leitung auf der Ölbohrinsel Beira D beschäftigt ist. Es ist von größter Wichtigkeit, dass Sie uns dabei helfen, Mr. McLary ausfindig zu machen und zurück zum Festland zu transportieren. Bitte nehmen Sie über die oben stehende Telefonnummer Kontakt zum GGD auf, sobald Sie diesen Brief erreicht. Falls Sie uns behilflich sein können, wenn wir uns zu weiteren Rückfragen direkt an den Hauptsitz von Cattle Oil Limited. Wir freuen uns auf Ihre baldige Rückmeldung. Mit freundlichen Grüßen, Martin O'Hagan, Chief Superintendent. Ja gut, der hätte ja nicht sauer sein müssen. Das ist halt einfach nur so. Das ist jetzt auch nicht, dass ihm irgendwas angeklagt wird. Das ist halt nur so. Entschuldigen Sie, der wird gesucht. Bringen Sie den mal bitte zurück. Und der hätte dann sein können, ja, so sagen können. Cass, schau mal. Ich habe hier diesen Brief bekommen. Es tut mir sehr leid. Das ist jetzt nicht, was meine Entscheidung ist, aber ich muss dir nachfolgen. Also bitte, ciao. Kann er ja dann auch nichts zu. Aber der, so wie der rumgeschnauzt hat, ich meine, er war halt ein kleines Arschloch, aber... ja. Jetzt ist er weg. Ein Verwaltungsmodul. Ich weiß nicht, ob wir noch ein Funkgerät finden. Wir können ja das Beste hoffen. Aber erstmal brauchen wir dafür anscheinend Strom, obwohl Notstrom eigentlich immer funktionieren sollte. Telefon. Christ, Cass. He's here. He's in the wall. Oh, easy. What are you on about? Who's here? Under the admin module. He's... Ja, ich weiß, dass da einer ist. Fuck. Was soll ich machen? Sei doch lieber still. Und camp in the corner. Irgendwo, wo man halt sich verstecken kann. Im Idealfall irgendwo mit Essen. Zum Beispiel in der Küche. ja, keine Ahnung. Er ist unter mir. Wunderbar. Danke für diesen Hinweis. Habe ich nicht benötigt. Was ist das denn hier? Rettungsplan? Ja. Ja. Davon gibt's aber doch mehr als einen. Das einzige Problem ist, wie komme ich hier rüber? Warte mal, Feuerlöscher? Feuerlöscher. Feuerlöscher. Feuer gelöscht. Das hier auch? Sehr schön. Jetzt brennt nichts mehr. Und jetzt? Kann ich hier drüber? Oder da drunter her? Okay. Joa. Sonst waren doch in jedem Raum solche Verwaltungspläne. Sind noch irgendwo welche?
Mir gefällt das nur nicht ganz, dass ich nach unten muss, weil hier unten soll doch irgendwas sein. Hallo? Abgeschlossen. Und hier unten ist wieder dieses Zeug. Und hier ist ein Feuerlöscher, der nicht mehr da ist. Okay. Das heißt, wir können nur hier durch. Schieben. Good morning, everyone. Here is the shipping forecast for 0630 on Tuesday, December the 23rd, 1975. First, gale warnings. There are warnings of fuck happened in here. Fair Isle, Hebrides. Viel, würde ich mal behaupten. There are warnings of gales. Can I open it? Natürlich. Hallo? Ach, Junge! Du musst doch schon gelernt haben, dass das keine gute Idee ist bei Monstern. Selbst wenn hier ein Verbündeter drin ist. What? Ach, stuck fast. So wie alle Türen hier. Jesus fucking Christ! Hey! Er sagt nicht, hilf mir. Das verstehe ich zumindest nicht. Jesus Christ. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll und ob ich nicht in Sackgassen renne, aber ich laufe einfach mal. Oh Mann, ey. Jesus. Schieben. Schieb uns zur Seite, verdammte Scheiße! Ich glaube, das wird nichts. Ich kann es nicht zur Seite schieben. Nein. Ich konnte es sofort zurückschieben, aber dafür war kein Platz. Ich weiß nicht, warum es nicht zur Seite schiebt. Jesus! What? Lauf einfach weiter, bleib einfach nicht stehen. Jesus! Ich bin gar nicht hier, okay? Weiß nicht, ob wir uns hier weiter durchquetschen sollten. Da waren wir doch sicher. Fühl mich in dem anderen Raum ein bisschen... Bisschen sicherer, ehrlich gesagt. Als hier. Haben wir Orte zum Verstecken? Ansonsten heißt es Verstecken. Scheiße. Das ist nicht gut hier. Ja, brich es einfach auf. Ja, klar. Einfach schnell aufmachen, aufmachen, aufmachen. Mach den Scheiß auf! Meine Fresse! Und zu! Und, ja, sehr gut, sehr gut. Ein Charakter, der mal Türen zumacht. Naja gut, die Türen halten wenigstens auch was aus. Warum bleiben die nicht einfach hier? Sollte sich da abregen? Hier kommt eh keiner rein. Ich sag ja immer noch Küche. Oder wir schieben einfach alle Essenssachen in so einen Zwischengang. Da wird uns kein Vieh suchen. Die Viecher sind nicht sehr intelligent. Die sind mehr instinktbelastet. Und wenn sie uns nicht sehen oder hören, ignorieren sie uns.
Deswegen. In die Küche könnten sie vielleicht zufällig noch reinkommen. Aber hier rein? Nö. Glaube ich nicht. Braucht nur ein bisschen Vorräte. Wie zur Hölle haben die den so gelandet? Riesig ist dieses Ding, bitte. Und der Helikopter dafür, dass der sehr crash gelandet ist, sieht noch ganz gut aus. Ich meine, es ist nur der Rotor, der beschädigt ist. Fliegen kann man damit nicht mehr? Aber vielleicht als Rettungsboot? Kann so ein Ding schwimmen? Ich weiß es nicht. Haben wir hier irgendwo einen Feuerlöscher oder so? Ja, fucking go! Ach so! Ja, natürlich! Alles, was du bisher gemacht hast, war noch nicht riskant genug, oder? Tot. Und mal, sind wir legit tot? Ich dachte, das war, was wir machen sollten. Wenn es das nicht war, was dann? Kira, fucking go! Ja, ich soll doch darüber, oder nicht? Scheiße! Okay, der sagt das doch mit so einer Zustimmung. Soll ich... Ich soll mich doch nicht ernsthafter an dem Rotor festhalten, oder? Kira, fucking go! Ja, nee. Klatsch. Ich bin ein bisschen überfragt. Soll ich zum Helikopter rüberspringen? Soll ich darüber klettern? Also ganz ehrlich, bevor ich diesen Sprung mache, würde ich eher darauf tippen, dass ich den da überlebe. Aber okay. Das... Und wohin jetzt? Vor allen Dingen nach oben? Nach unten? Ja. Was willst du denn da? Und jetzt darüber? Ja, dann hätte es auch direkt darunter springen können. Warum dreht sich der Rotor jetzt auf einmal in die andere Richtung? Eieiei. Oh Mann. Sei froh, dass das noch, dass das nicht passiert ist, als du da noch dran warst. Das hätte nämlich passieren sollen. Naja, jetzt ist er endgültig weg. Kann ich das wegschieben? Das sieht gelb aus. Okay. Einmal an die Seite, bitte. Vielen Dank. Was haben wir denn hier sonst noch so? Telefon! Hello? Wo seid ihr denn? Bruce, tell me where you are. Ja, eben. Bruce, can you hear me? Ich meine, ist ja jetzt nicht so, als wäre die Ölplattform unter Wasser. Wir können zwar manchmal vielleicht Wellen hochschwappen oder sonst was, aber hier kann doch nichts mit Wasser volllaufen, es sei denn, sie sind in irgendeinem Boot oder sowas. Und wenn irgendwo Wasser drin stecken bleibt und kontinuierlich reinfließt, ist das, jetzt ruhig. Meine Güte, was eine Drama Queen. Also dann ist das pure Management bezüglich des Abflusses. Weil das Wasser muss ja auch irgendwie abfließen, wenn mal was reinschwappt. Ja, dann schieb doch einfach mal das. Schieben. Tschüss. Und springen. Jesus Christ.
Das ist unser Plan hier. Weiter auf? Nein, ich wollte zu. Ich weiß immer noch nicht, warum wir uns hier so gefährlich rumbewegen. Ich sag immer noch Küche. Küche, wo all die Vorräte sind und man sich wunderbar verbarrikadieren kann. Lass diese Tür bitte offen. Nicht? Okay, dann nicht. Es ist so dunkel hier. Ich will hier nicht runter. Vor allem kann ich das Wasser nicht berühren. Was soll ich denn jetzt machen? Ich dachte, ich sollte dafür sorgen, dass Strom da ist, nicht, dass es weg ist. Da gibt ja mal überhaupt keinen Sinn. Hallo? Die Dinger stromempfindlich sind? Sonst könnte man hier so ein paar Fallen bauen. Also das ist ja schon eine Falle, aber man könnte sie hier reinlocken. Fuck. Hold on. That's gas. There must be a valve somewhere. Das hier? Das ist eine Valve, aber... Ich weiß nicht, was du von mir willst. Du bist gerade am Sterben. Und ich sehe kaum was. Schieb... Ja. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Ich hebe das Gasleck, ja, wenn ich nicht vorher dran sterbe. Ich sehe nichts. Jetzt muss ich den Strom wieder ausmachen. So, und hier soll irgendwo eine Valve sein. Aber wahrscheinlich nicht zurück. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ich meine, hier sind welche, aber die kann ich offensichtlich nicht bedienen. Das heißt... Kannst du das noch nicht bewegen? Ja, hier ist eine Valve, aber die bewegst du ja nicht. Geh erstmal hier raus, bevor du wieder erstickst. Meinst du vielleicht doch hier hinten irgendwo? Auf jeden Fall kriegst du hier Luft. Das, nee, das ist die Tür. Ist hinter der Tür irgendwas? Nicht wirklich. Hier sind viele Valves. Ich weiß nicht, wonach wir genau suchen. Wahrscheinlich nach einem großen leuchtenden Ding. Hm. Das Elektrogeräusch ist immer noch da, obwohl das schon gar nicht mehr da ist eigentlich. So, und hier fängst du an zu ersticken, aber ich weiß nicht, was dein Plan ist, weil... Hier ist kein Valve, da ist ein Valve, das du nicht bedienen kannst, hier ist auch eins, das du nicht bedienen kannst. Ja, das ist schön! Wo dran denn? Es wäre auch schön, wenn du aufhörst zu ersticken. Hol erstmal ein bisschen Luft. Hier ist legit nichts, was ich bedienen könnte. Jetzt sehe ich nicht mal mehr was. Okay. Luft holen und wir gehen noch einmal rein. Du machst dir zwar die Lungen ein bisschen damit kaputt, aber du stirbst immerhin nicht. Das könnte nur Langzeitfolge haben. Meinst du das hier? Oder das große hier zum Beispiel? Drehen. Na, geht doch. Wunderbar. So, und jetzt können wir das Ding an die Seite schieben. Wunderschön. Hello?
Eingang Maschinendeck. Wunderschön. Ich weiß wirklich nicht, was ich hier unten soll. Jesus, am I glad to see you. Ach, sie ist auch noch am Leben. Ah, you know. Fucking Rennick nearly had me. He's changed. He's fucking vicious. Doesn't sound like he's changed much to me. Have you seen anyone else? Die und den Koch mag ich am liebsten. He sent me down here to restart the Jennies. The generators, aye. That's where I was headed. But the lights are on. Right, we're an emergency battery system, no? There's not got any hold for long. The beer is taking a lot of damage. The infrastructure's compromised. That's just brilliant. So how do we get the Jennies working? Right, well, first thing, get in that cabin over there and reset the protective relay. That might kick the Jennies back on. Go on, see what happens. Aber das verstehe ich hier auch schon wieder nicht. Notstrom ist eigentlich dieses rote Licht und nicht so hell erleuchtetes. So wie hier. Und das verbraucht auch eigentlich nicht so viel Strom. Und dann andere Sachen wie Funk sind auch immer an Notstrom angeschlossen, logischerweise. Muss es ja. Hier sind wieder so versteckte Sachen. Wir müssen uns gleich wahrscheinlich irgendwann verstecken. Wo sollten wir hin? Dem Raum da hinten? Ich glaube, sie hat hier drüber rüber gezeigt, ne? Oh no. Also hier ist alles zu. Irgendwas, was ich hier machen kann? Spinnen, ja, wunderbar. Ja, hier ist gerade nichts. Dann gucken wir mal hier drüben. Hier irgendwas? Das leuchtet immerhin gelb. The protective relay in that cabin. In welchem? Da oben? Wie soll ich denn da hochkommen? Es ist schön, dass du mir sagst, wo das ist. Aber du bist fucking da oben. Und hier drüben, der Raum, ist zu. Na gut, vielleicht kann ich hier reinkriechen. Nehmen? Was soll ich nehmen? Die Tasse? Erstmal nicht. Schauen wir erstmal, was hier so abgeht. Das wollen wir einschalten. Und alles explodiert. Das passiert jetzt nämlich, wenn man den Generator einfach wieder einschaltet. Ich glaube, sie hat es schon gemerkt. Hallo? Telefon? I work like a charm. Shit. The generator must have tripped because of a fault somewhere. Ja, natürlich. Relay will just keep resetting until we fix it. We'll need to restart the generator manually. Right, where you go then? There's two jobs here, McCleary. The Jennies and the fault. You deal with the Jennies and I'll find the fault. What the fuck was that? I don't know, but the generators are that way. Well, I'm no fucking going in there. Have you got a better plan? No? Ich sag doch, geht in die Küche, versteckt euch, fresst euch voll, bis Rettung kommt. Es wird hier sowas wie monatliche Lieferungen oder sowas geben. So viele Leute, wie auf dieser Plattform arbeiten, da wird früher oder später mal einer vorbeischauen, sehen, dass hier absolutes Chaos ist und dann Hilfe holen. Das wäre ein vernünftiger Plan in eurer Situation. Ich weiß nicht, was ihr hier plant, selber zu machen. Es ist alles vor die Hunde gegangen. Es wird euch keiner einen Vorwurf machen, wenn ihr hier nicht irgendwie versucht, irgendwas selber zu fixen. Jesus Christ, ey. Sieht aus wie die Essenz des Universums. Also eigentlich nicht mal so schlecht, es leuchtet wunderschön. Aber anfassen sollte man es wahrscheinlich trotzdem nicht. Ja. Da kommt das Monster.
Ja, wahrscheinlich noch nicht, weil man sich hier... Oh, ich weiß gar nicht, ob man sich hier verstecken kann. Lass mich raten. Abgeschlossen? Hm. Ist dann der. Später wahrscheinlich. Open Salami. Ja, ich glaube, wir haben hier mehr als einen Kurzschluss. Wo sollen wir hin? Mud Handling, da sind wir gerade rausgekommen, ne? Ich meine, ich sehe die Generators, aber... Ist das nicht eins von diesen Viechern? Nur noch angeschlossen an den Mutterleib? Auf jeden Fall ist hier eine Hand. Wir sollten uns eigentlich alle Fluchtmöglichkeiten schon mal aufmachen, so wie dieser Vent. Ich weiß nicht, warum wir das jetzt noch nicht machen. Aber egal. Gehen wir erstmal zu auf dieses komische Blubber-Ding. Ich weiß echt nicht, was wir da ausgerudelt haben. Hello? Hier sind sehr viele Versteckmöglichkeiten. Bitte komm nur, wenn ich in der Nähe von einer bin, ja? Christ, mach diese Tür zu, ey. Sieh einfach zu. Hallo? Ja. Ich weiß auch nicht, was Finlay denkt, wie sie einen Kurzschluss findet. Auf der ganzen fucking Bohrinsel. Es gibt wahrscheinlich auch mehr als einen Kurzschluss. Das Ganze, das ist überhaupt gerade angesprungen. Es ist ein Wunder. Eigentlich, der Generator ist ja nicht ohne Grund downgeschattet. Und in Notfall, Notstrom-Dings umgewechselt. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin gerade zu nervös, um mich gut zu artikulieren. Auf jeden Fall, das Ding kann man wahrscheinlich nicht einfach so reparieren. Das wird nicht nur ein Kurzschluss sein, das ist nichts, was man mal eben fixen kann. Da sind wahrscheinlich ganze Leitungen auseinandergerissen. Wahrscheinlich Meter an Kabel, die einfach fehlen, weil hier alles zerrissen ist. Ich weiß wirklich nicht... Fuck. Ich weiß nicht, was unser Plan hier ist. Küche verstecken und auf Hilfe warten. Ich sage es immer wieder. Das geht über unseren Paygrade hinaus. Ich weiß, es geht nicht darum, gezahlt zu werden. Es geht darum, zu überleben. Aber das ist Survival! Sich verstecken! Da, wo Supplies sind und sonst was. Was wollt ihr mehr? Ist ja nicht so, als ob sich niemand in der Außenwelt mehr für diese Bohrinsel interessiert. Da wird schon früher oder später Hilfe kommen. Und die Rationen werden locker reichen. Die sind ja dafür ausgelegt, für die komplette Mannschaft bis zur nächsten Lieferung zu reichen. Dann werden sie für die paar, die noch überlebt haben, bestimmt für die dreifache Menge reichen. Und wenn ihr sie gut unterteilt, bestimmt auch sechsmal so lange. Das muss sein. Ein bisschen hot over on the other side. No farm now. Ich muss gleich den ganzen Weg zurückschleichen. Weil hier überall Versteckmöglichkeiten sind. Fuck. Oh, dear. Jesus. Psst. Psst.
Kommt mir ein bisschen vor wie bei den Batman-Spielen, nur dass ich... der Gejagte bin, statt der Jäger. Er. Ich sehe ihn nicht. Das macht mir Sorgen. Er ist da hinten. Okay. Hey! Ja, er weiß ja sowieso schon, dass ich da bin. Also, was ist so schlimm daran, wenn er mich hört? Ich sage ja, sehr intelligent scheint er nicht zu sein. Das ist reiner Instinkt. Einfach nur dahin, wo irgendwas ertönt. Jesus Christ. Ich meine, die Versteckmöglichkeiten sind so gut, dass man nicht wirklich diese Gegenstände braucht, aber die sind ein guter Zusatz. Ey. Könntest du da bitte an die Seite gehen? Ich möchte da hin. Willst du mich jetzt campen? Das wäre ein intelligentes Manöver. Vorausgesetzt, du würdest hier nicht reinkommen. Was du wahrscheinlich auch tun könntest. Aber das tust du nicht. Gut, die Leiter hochzugehen ist wahrscheinlich nicht so eine sinnvolle Aktion, solange der noch da ist. Wo hat es den jetzt hingelockt? Weil das war irgendwie... ja. Glückwunsch, ich habe mich für einen Moment nicht hier drin sicher gefühlt. Jesus! Könntest du bitte woanders hingehen? Ich weiß, dass ich hier bin, ne? Ich meine, würde mich wundern, wenn nicht. Aber du tust auch nichts dagegen. Komisches Wesen. Aber mal echt sehr unique, muss man ja sagen. Habe ich bisher noch so nicht gesehen. Ist ein bisschen wie Spider-Man. Ja, das ist ein reiner Camping-Spot hier. Hier rein? Mach die Luke zu oben. Okay, hast du gemacht. Sehr schön. Was ist mein Plan hier? Stelle die Stromversorgung wieder her. Verwaltung? Wohnbereich? Ausbreitung? Aufbereitung? Deck. Und Maschinendeck. Muss nur das Maschinendeck laufen oder müssen mehrere laufen? Ah, okay. Das ist eine Reihenfolge. Richtig? Das steht da sogar. 1, 2, 3. Ja, ne? Das ist eine 50-50-Chance. Das sieht nach einer 5 aus. Na, anscheinend nicht.
Ich kann aber auch keine 4 erkennen an dem Zeichen, was davon noch übrig ist. Also wenn wir jetzt Glück haben, fliegt uns das ganze Ding um die Ohren. Jump out at me. Have you not seen a deer? Oh, it's that prick. He's away in mud handling by the sounds of it. Listen, we are in business. We've gone from full power to batteries to sitting in the fucking dark. What are you all about? Oh, and getting in a stushy is going to help us, is it? Just get that generator running. It's out in the floor. Wie soll ich das denn machen? Ich bin noch... I'll be out here looking for the fall. Vielleicht sollten wir den erstmal fixen, sonst kriegen wir hier gar nichts zum Laufen. Ja, und jetzt? Ich meine, es leuchtet doch. Irgendwie hat sie anscheinend Strom, ne? Ein Schlüsselkasten. Nimm doch am besten einfach direkt alle Schlüssel mit. Gut. Kann ja nicht schaden. Jesus Christ, ey. Ich glaube, hier machen wir aber erstmal wieder Pause. Es wird noch einiges kommen, wo wir uns vor diesen Monstern verstecken müssen. So viel wie in den anderen Räumen auch an Versteckmöglichkeiten waren. Aber ja, damit beschäftigen wir uns ein anderes Mal. Also wahrscheinlich nächste Woche. Gut, ab zum Hauptmenü. Ja, und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Ich wünsche euch allen noch einen schaurigen Abend, eine gruselige Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen spooky Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Still Wakes the Deep. Bis dahin. Bye bye.